Hallo und willkommen zum heutigen Video, in dem zeige ich euch, wie man diesen kleinen Uhrenbausatz aufbauen kann. Und zwar, Link in der Videobeschreibung, Produkt vom eHio Shop. Es handelt sich hier um einen kleinen Bausatz. Drin befindet sich quasi ein Timer-Baustein, Mikrocontroller hinter der eHio-Schrift, eine kleine Pufferbatterie, dass man auch aus- und einstecken kann und der die ganzen Werte merkt. Und hier haben wir noch einen kleinen Summer, der entsprechend einen Alarm auslösen kann. Ein Helligkeitssensor, der entsprechend die Helligkeit von der Anzeige dimmt. Und hier oben drin versteckt noch einen kleinen Temperaturwiderstand. Denn der Bausatz kann nicht nur die Uhrzeit anzeigen, sondern auch die Temperatur, Datum und so Dinge, die man halt auch braucht. Wochentag zeigt er auch noch an. Ja, wie man den aufbaut, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Wir beginnen, so wie wir es kennen, mit den niederen Bauteilen. In diesem Fall die Widerstände und in diesem Fall der 330 Ohm Widerstand. Dieser befindet sich an R654321, R7 und R9. Das sind quasi hier links die ganzen von R1 bis R8. R14, R16 sind andere Werte. Wir ziehen die Widerstände ab und biegen sie etwa so ab und stecken sie entsprechend durch die Löcher durch. Die Widerstände richtig schön andrücken, damit sie schön flächig drinstecken. Dann drehen wir die Platine um, passen natürlich hier nochmal auf, dass die Widerstände alle ganz drin sind und löten entsprechend die Widerstände fest. Nach dem Festlöten schneiden wir die überstehenden Drähte ab. Nun kommen die 10 Kilo Ohm Widerstände dran, hier mit einer 10 beschriftet. Die kommen hier oben hin, das sind die R14 und R16, die zwei verbleibenden in dieser Reihe. Zu guter Letzt verlöten wir die 4K7 Widerstände. Also beim 330 Ohm und bei den 4K7 bleibt jeweils einer übrig. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht dann doch unabsichtlich den falschen nimmt. Und die 4K7 sind die verbleibenden Widerstände hier unten. R9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 18, 22. Ebenfalls so niedrig wie ein Widerstand ist eine Diode, die 1N4148, die dabei ist. Und hier müssen wir aufpassen, sie kommt mit dem Ring, mit der Kathode, auf diesen weißen Ring, wie er hier eingezeichnet ist, also so drauf. Und zwar in dem Fall die 1N4148, die näher hier am Lautsprecher sich befindet. Das nächste Bauteil wäre der Quarz. Das ist dieses kleine Bauteil hier, der Quarz. Der kommt hier oben rein, wird quasi reingesteckt und umgebogen, etwa so, und verlötet. Das nächste Bauteil ist dieser kleine Kondensator mit der Aufschrift 22. Bedeutet 22 Picofarad, und dieser und sein gleich großer Kondensator kommen hier an den Quarz. Die gelben Kondensatoren, die wir hier dabei haben, sind die 100 Nanofarad Kondensatoren. Die kommen jetzt als nächstes dran. Und zwar befinden sich diese an dieser Stelle. C6, C7 sind die Glättungskondensatoren für den Lichtsensor. An dieser Stelle und an dieser Stelle. Auch bei diesen Kondensatoren spielt die Polarität keine Rolle. Wir halten jetzt die Drähte so ein bisschen auf der Unterseite fest mit den Fingern, dass sie nicht rausfallen können, und drehen die Platine um. Der Lichtsensor wird gleich als nächstes verbaut. Dieser Lichtsensor ist dazu verbaut, dass man die Helligkeit von der Anzeige ändern kann. Die Helligkeit der Anzeige wird also in der Nacht, wenn es dunkel ist, gedimmt und am Tag, wenn es wieder hell ist, etwas hochgedreht. Das nächste Teil ist der Batteriehalter. Die flache Seite kommt nach unten, wie sie hier im Bestückdruck zu sehen ist. Der Batteriehalter rastet mit den zwei Nasen ein und ist das einzige SMD-Bauteil am gesamten Bausatz. Nun verlöten wir die Sockel der ICs. Im Bestückdruck kann man hier eine kleine Einkerbung erkennen. Diese Einkerbung befindet sich auch hier am Sockel. Das bedeutet, der Sockel wird mit der Einkerbung vom Sockel zur eingezeichneten Einkerbung auf der Platine eingelötet. Dasselbe mit dem großen Sockel. Wir haben hier diese Einkerbung.
Der große Sockel wird auch entsprechend der Einkerbung montiert. Danach biegen wir leicht die Beinchen auf der Unterseite diagonal um, damit der Sockel nicht mehr rausfallen kann und man ihn bequem löten kann. Hier auch noch einmal sicherheitshalber kontrollieren, dass man kein Beinchen vergessen hat, damit man sich nachher nicht wundern muss, warum es eventuell nicht funktionieren könnte. Die nächsten Bauteile sind die Transistoren. Die kommen mit der Flachstelle entsprechend hier, wie eingezeichnet an die Flachstelle. Kann diese leicht auseinanderbiegen, die Beinchen. Und dann entsprechend den Transistor einfach auf die Platine stecken. Das nächste Bauteil ist der Elektrolytkondensator. Der hat hier so einen weißen Strich mit einem Minus drauf, der negative Pol, oder auch das kürzere Beinchen in dem Fall. Und dieses Beinchen kommt hier auf diese schraffierte Fläche. Das lange Beinchen also nach links in diesem Fall, das kürzere Beinchen hier rein. Nun verlöten wir den Summer. Dieser hat zum Glück oben Plus eingezeichnet und hier auf der Platine auch das Plus eingezeichnet. Wir stecken ihn also entsprechend durch die Platine durch und verlöten ihn auf der Unterseite. Die nächsten zwei Bauteile sind die seitlichen Tasten. Das vorletzte Bauteil auf dieser Seite ist der Hohlstecker für die Spannungsversorgung. Das letzte Bauteil ist der Thermistor, also ein temperaturabhängiger Widerstand. Der sieht in etwa so aus. Der wird jetzt ein wenig tricky eingelötet. Wir biegen ihn quasi um, stecken ihn durch die Platine durch. Hier oben an dieser Stelle R17 und lassen ihn aber ein gutes Stück überstehen, etwa so. Der Widerstand wird nachher oben am Gehäuse etwas rausgucken, damit auch wirklich die Raumtemperatur außen misst und nicht die Temperatur im Kästchen drin, dann ist er ein bisschen schneller und agiler zum Temperaturmessen. Den Aufkleber vom Basser können wir abziehen, dann ist dieser auch ein bisschen lauter. Und nun können wir auf der Rückseite endlich die tollen 7-Segment-Anzeigen verbauen. Diese haben hier unten einen Punkt, der ist auch hier aufgezeichnet, dieser Punkt. Die Anzeigen kommen so rein, die erste Anzeige Punkt rechts unten, die zweite Anzeige ebenfalls mit Punkt rechts unten. Und jetzt das Wichtige an der gesamten Geschichte, die dritte Anzeige wird mit Punkt nach oben eingelötet. Und die vierte Anzeige wieder mit Punkt nach unten. Wir drehen das Ganze um, stecken es richtig schön drauf, damit die Anzeigen auch richtig schön verbunden sind und löten die gesamten Anzeigen an. Jetzt kann die Schutzfolie von den Anzeigen entfernt werden. Nachdem wir die Schutzfolie entfernt haben, nehmen wir die beigelegte Polarisationsfolie, legen sie entsprechend auf die 7-Segment-Anzeige auf und schneiden sie aus. Jetzt entfernen wir noch die Schutzfolie am Plexiglas. Wir nehmen das Frontteil, das wäre dieses hier, ohne Löcher, nur mit den Schlitzen unten, stecken links eine Schraube durch und verschrauben entsprechend das Seitenteil, sodass die Ausnehmung unten ist. Dazu stecken wir die Mutter in diese seitliche Nut und schrauben das Ganze handfest zu. Wichtig bei dem Ganzen, nicht zu fest schrauben, da Plexiglas ein sehr spröder Werkstoff ist. Nun stecken wir das Oberteil mit dem Schlitz weg von dem Seitenteil auf die obere Platte. Also hier war jetzt das linke mit der Öffnung. Der Schlitz, der hier oben eingelasert ist, kommt quasi weg von der seitlichen Platte und wir verschrauben das Ganze wieder an der Seite. Auch hier wieder vorsichtig und nur ganz sachte anschrauben, damit das Plexiglas nicht reißen kann. Jetzt legen wir unsere Polarisationsfolie ein, legen entsprechend die Platine rein und können jetzt hier oben unseren Temperatursensor entsprechend an diesem Schlitz ein wenig rausschauen lassen. Stecken jetzt auch unsere ICs ein, die noch dabei sind. Hier wieder zu beachten, der IC hat auch eine kleine Kerbe und diese kleine Kerbe kommt entsprechend zur Markierung, zur kleinen Kerbe, die sich im Sockel befindet. Kleine Kerbe hier. Wenn man keinen IC-Ausrichter hat, kann man den auch leicht
über die Tischkante biegen, damit die Beinchen einigermaßen parallel sind. Und hier die Kerbe in diesem Fall Richtung Taster. Speziell bei ICs mit so vielen Beinchen unbedingt darauf achten, dass auch wirklich alle Beine im Sockel drin sind und nicht irgendwo noch ein Beinchen fehlt. Jetzt legen wir die mitgelieferte Batterie ein und montieren das Seitenteil. Dabei müssen wir darauf achten, dass sich hier oben eine Bohrung befindet und der entsprechende Schlitz oben an der Bohrung ist. Jetzt können wir das Seitenteil verschrauben. Nun montieren wir den Deckel unten und die Rückwand. Jetzt ist das Gehäuse geschlossen. Jetzt müssen wir ganz besonders gut aufpassen, wenn wir die Muttern einstecken. Denn wenn jetzt eine Mutter nach innen fällt, dürfen wir das Gehäuse wieder aufschrauben. Also hier ist jetzt ein wenig Vorsicht geboten. Jetzt ist das Gehäuse komplett verschraubt und die Uhr auch schon einsatzbereit. Nachdem wir alles zusammengeschraubt haben, können wir die Uhr mit dem mitgelieferten Hohlstecker einstecken. Jetzt halten wir beide Tasten gedrückt, bis die Uhr 7.59 Uhr anzeigt. Nach wenigen Sekunden springt sie auf 8 Uhr, fängt an zu piepsen. Das kann man mit der oberen Taste wieder quittieren. Die obere Taste ist der Funktionsknopf, die untere Taste der Plusknopf. Wenn wir jetzt den Funktionsknopf drücken, kommen wir quasi durch das Einstellungsmenü. Wir drücken ihn also einmal, können die Uhrzeit, die Stunde einstellen, drücken ihn noch einmal, können entsprechend die Minuten einstellen, drücken ihn noch einmal. Das wäre jetzt die Stunde der Alarmzeit. Das wäre die Minute, wann der Alarmwecker abgehen soll. Und jetzt passiert gerade nichts. Wenn man jetzt drückt, ändert sich hier unten der kleine Punkt. Wenn der Punkt an ist, ist der Alarm an. Wenn der Punkt weg ist, klingelt auch der Wecker dann nicht. Wir klicken nochmal. Jetzt steht hier 8 und hier steht 20. Das wäre jetzt die Stunde, die erste Stunde und die letzte Stunde, an der er den stündlichen Piep macht. Also die Uhr macht immer zur vollen Stunde einen Pieps, in dem Fall von 8 Uhr bis 20 Uhr abends. Wem das stört, der drückt beim dritten Mal hier drauf, wenn da oben der Punkt weggeht, ist auch diese Funktion deaktiviert. So, das war's schon. Wir haben die Uhr somit eingestellt. Wenn wir sie jetzt ausstecken und wieder einstecken, bleibt die Uhrzeit eingestellt, dank der Batterie. Wenn wir die untere Taste drücken, kommen wir zur Temperatur. Die können wir auch justieren, wenn wir mit dem Thermometer gucken, wie warm es gerade ist, kann man die quasi mit der oberen Funktionstaste dann einstellen und mit der Plus-Taste wieder bestätigen. Jetzt sind wir beim Datum. Auch das kann man einstellen mit der Funktionstaste. Vorne sind die Monate und hinten entsprechend die Tage. Also auch hier kann man das Datum einstellen. Und weiter drücken, das wäre der Wochentag, wenn man das mit den Strichen hat, das wäre der Wochentag, auch den kann man einstellen. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Somit wäre die Uhr eingestellt. Viel Spaß mit dem Bausatz und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.